Hallo liebe Leute, willkommen zum nächsten Video bei XGN. Wir haben immer noch denselben Tag und so weiter. Ich denke mal, wir werden jetzt mal wieder arbeiten. Jetzt ist Tee und so weiter. Ja, ich denke mal, wir sehen uns einfach gleich nach dem Intro. So Leute, da sind wir wieder nach dem Intro. Ach, schön zu wissen, wie schön zu wissen, dass wir hier reinkommen. Da steht noch nicht mal, für welches ich bin und so weiter. Doch sicher, glaube ich, hier. Mein Gott, ey. Warum schreibt man nur was? Wo kommst du denn jetzt her? Ich mache gerade meinen Rundgang. Wie auch immer, geht sie bald. Ach, und die sollten lieber ihre Magnetstiefel hier aktivieren. Genau. Es könnte ja jede Zeit dazu kommen, dass das Hangartor aus Versehen aufgeht. Okay. Aus Versehen? Ja, könnte vielleicht mal dazu kommen. Ich wollte ja mit Ihnen reden, um was hier angeht. Schocktruppe geht jetzt weiter. Ja. In meiner Meinung bleiben. Wir sind jetzt eine Stelle 3, 2, 1, neues Haus. Ich war weiblich. Halt die Klappe! Mach! Wer sind deine Kinder? Los! Ich weiß es selbst nicht. Ach, bist du doof? Ist schon überhaupt jemand hergekommen, um die Leiche hier runterzunehmen? Und hören Sie auf, diese Leiche anzufassen! Ist immer noch aktiv, wenn dagegen bricht... Wenn nicht, dann werde ich Sie fesseln im Grundmodus. Oh. Mark, bist du da? Hallo? Kann jetzt auch jemand bitte jemanden rufen? Ich gehe jetzt auf die Brücke. Herr Commander! Commander Doom, da die Flotte anscheinend, glaube ich, inkompetent ist, können Sie jemanden irgendwie rufen, damit die Leiche herunterkommt? Erwarten Sie, ich kann mal gucken, ob ich die abbekommen habe. Ich könnte mal dafür sorgen. Hat jemand ein Messer? 2 Stunden später. Warum wollen Sie kündigen? Ja, machen Sie das, dann sind Sie glücklich. Ja, dann sind Sie ganz glücklich, wenn Sie das machen. Ja, ich möchte lieber auf Coruscant hin und da stationiert werden. Da kommen Sie zu 21. Da kann ich mich jedenfalls, mit Fox ausdiskutieren, wer der Schwächere ist. Ich war nicht ohne Grund einer der, ne? Sag schon. Der heftigsten STs. Das ist immer ein ganz besonderer SP, oder? Ja, ich habe jeden angeschnauzt. Ja, also wie ich euch gerade anschnauze. Wer sucht bei wem nach Putz? Ja gut, wenn du mich anschnauzt, andere Leute zu hören,
Ist mir scheißegal. Ich habe nur vor den Leuten Respekt, die vor mir Respekt haben. Und wenn mir keiner, wenn schon jemand von dem Tatort wegläuft. Du bist wirklich echt inkompetent. Du musst vor jedem Respekt haben, weil jeder dann cool ist. Ein Computer. Theoretisch höre ich eigentlich nur auf meinen Commander fertig. Und sollte mir jetzt noch irgendjemand hier vorkommen, dass der hier irgendwie über die Macht redet? Ich habe nur vor denen Respekt, die auch von mir Respekt haben. Und ich habe vor keinen Respekt, die einfach irgendwo wegrennen, wenn irgendwo Feuer brennt, statt irgendwie jemanden zu rufen. Und sie gehen bitte aus dem Weg. Sie stören meine Arbeit. Schön mal deine Nagel. Ja, okay. Bitte gehen Sie da hin, wo Sie da rausgekommen sind. Zu wem haben Sie das gesagt? Noch dem Hotel gegenüber. 21, wenn er sich gegenüber anderen noch schlimmer hält, dann lass ihn verhaften. Wirklich, er hält sich das große Stück. Er hat vor keinem Respekt. Jeder muss von seinem Bruder vor Respekt haben. Und das stimmt. Wenn Sie ihn verhaften wollen, nichts, dann machen Sie was. Gut, ich sag Ihnen noch zum letzten Mal. Nur, Sie haben bitte von jedem Respekt. Von jedem. Lassen Sie ihn doch so, wie er ist. Mir gefällt ich mal, habe Respekt nur vor den Leuten, die auch vor mir Respekt haben. Und da Leute von den Tatort rennen. Ich habe Leuten, die von den Tatort wegrennen, keinen Respekt. Und die sind vorhin weggerannt. Von den einen Raum. Vor ihnen habe ich keinen Respekt. Das weiß ich ganz genau. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich habe höchstens vor den beiden hier Respekt, weil die beiden hier so wunderschön rot sind. Da hier anscheinend überall Hokus-Pokus ist und dass jeder mit einer Macht redet. Den ST vertraue ich mein Leben an, aber ich würde ihn niemals neben mein Leben an. Ja, gut, ganz ehrlich, bitte, lass den Scheiß einfach und hört auf uns deinen dummen Kindergarten drin. Wirklich, Sie sagen Kindergarten, wenn da hinten eine Leiche hängt, ihr seid bei der Versammlung und kümmert euch nicht darum. Zwei Leichen. Oh, zwei Leichen. Die beiden sind beide tot. Ach, statt die abzuhängen, muss der SC kommen und sagen, tut mal da, was ja. Hängt die da ab? Ja gut, dass das auf jeden Fall auch unser Job ist. Aber ist auch unser Job. Aber schön. Oder statt jemanden zu rufen. Alter, denk weil das ist theoretisch ein Tatort und da ist ein Mord passiert. Hallo. Oder haben wir die Leiche da aufgehangen? Ich hab das gemacht. Nee, jetzt... Nein, nicht, nein. Sie kommen in den Raum. Gehen zu dem Versammlungsraum. Sehen da die Leiche da hängen. Tun nichts. Sie... Statt dass sie jemanden rufen und Bescheid sagen. Entschuldigung, dass ich mich gerade hier ums Schiff kümmere, da hier ein paar Leichen hängen, Spannseil vor der Medic Bay hängt. Und dass sie und dann hier das noch das komplette Schiff hier anfängt zu brennen. BTM ist geladen. Wie bitte? Ich hab ihm gar nichts angetan, aber Sie müssen mich gleich nicht so anmauen, ne? Nein, Sergeant. Nein, ich habe gesagt, dass Sie einfach bitte zu Ihrem Verwachten gehen sollen und ihm Bescheid sagen, er muss ein dummes Verhalten nicht gegen mir haben soll. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn Sie beide mich so dumm anmauen müssen, Sie und der andere Part, habe ich auch das Recht, Sie anzuschnauzen. Ihr Verhalten ist inakzeptabel. Haben Sie mich da verstanden? Okay, ich verstehe. Okay, wie wär's denn? Ich reagiere auf keine Leiche, die hier herumhängt. Ich reagiere nicht darauf, dass das Schiff hier anfängt zu brennen. Ich mache einfach nichts. Fertig. Ja, ich lasse das Schiff. Ich sage hier keinem Bescheid, dass eine Leiche herumhängt. Ich kümmere mich auch nicht um die Leiche. Ich lasse die Mörder hier frei herumlaufen. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, ich tue einfach hier nichts. Ich mache hier einfach meinen Urlaub. Fertig. Ja, leider habe ich gerade hier mit denen hier leider ein Beef da, der mich nicht verstehen kann, dass ich hier ein wenig hier sauer bin, dass hier Leichen von der Decke hängen und so weiter. Und dass der Schiff anfängt zu brennen, versteht er anscheinend nicht, dass ich hier irgendwie hier sauer bin, dass hier keiner sich darum kümmert. Aber
Vielleicht wollen wir auch noch wissen, wo der oder wie auch zu löschen. Am hängenden Leichen kommt. Wisst ihr was? Wenn wir irgendwie Hilfe brauchen, ich komme nicht. Verweigern Sie aber Ihren Beruf. Ach! Also ist das zum Beispiel, wenn ich da Leichen von der Decke hängen sehe und Feuer sehe, nicht Verweigerung? Ach so, ja, also da beim Leichen und beim Feuer darf ich also den Beruf verweigern. Okay, gut. Gute Einstellung. Sehr interessant. Ich muss mal einfach die Stirn bieten. Wieso auf die 3? Auf die 4. Ich höre Feuerlöcher. Ich sehe Feuer. Schau. Es brennt. Wo denn? Es brennt irgendwo. Ich höre Feuer. Ich arbeite doch da. Mal die feuersichere Rüstung anziehen. Alles gut. Ups. Mein Gott, Leute, was ist hier los, ey? Warum ist er... Und was ma... Sie verschwinden sofort aus dem Gefängnis. Ich warte auf meinen Commander. Sie werden aus diesem Gefängnis rausgehen. Sofort. Und warum ist er... Und Herr Commander, Sie verschwinden auch aus dem Gefängnis. Warte kurz, ich wollte doch helfen. 104. Commander, Sie gehen aus diesem Gefängnis raus. Ich weiß nicht, was Sie hier drin machen. Ich weiß auch nicht, wer Ihnen die Genehmigung gegeben hat, auch hier reinzugehen. Entschuldigen Sie. Aber dahin steht eindeutig ST, RSF und 5. Ich muss aber hier gerade auf Klemmen springen, ab einer der Sie verlassen das Gefängnis. Sie melden sich vorher an. Ist das klar? Gut, dann mach's hier. Es gibt ja nein. Watcher rennt. Ich hätte Hammer und Feuer. Wäre immer gut, wenn er respawnen könnte und hierher kommen würde. Dann könnte ich ihn auch festnehmen. Wenn man ihn wiederbelebt hat? Nee, der lebt ja noch. Er ist ja nur betäubt. Das heißt, theoretisch könnte er wieder aufstehen und hierher kommen. Oder hierher tippiert werden. Jetzt, warum haben sie mich angeschossen? Wer? Wer hat wen angeschossen? Sie haben mich angeschossen. Keine Sorge, ist ja nur eine Betäubung. Die müssen eigentlich schlafen. Ich bin stark genug. Ich glaube, der Kerl hat mich irgendwie aufgelöst. Wenn der Schrauben oder so schlafen ist, Herr Captain! Wo ist die Schrauben? Ich weiß nicht, was hier auf diesem Schiff los ist, aber Sie werden einen eindeutigen Bericht von mir morgen bekommen. Wie ich die Lage des Schiffes einsehe. Und wie ich gerade die Lage des Schiffes einsehe, sehe ich das so, dass ich wieder zurück nach Coruscant gehe und mit Commander Fox darüber rede, wie ich mit ihnen die Leute auf Coruscant bestrafen werde. Und was machen sie jetzt hier? Sie gehen jetzt sofort. Ich rate Ihnen gut, Ihren Tonfall nochmal zu überdenken. Sir, mit allem großen Respekt, das Schiff brennt. Leichen hängen vor der Decke. Die anderen können aber nichts machen, als eine Versammlung zu machen. Sir. Sie tun mir so, als wäre ich blind. Nee, Sie ja nicht. Ich meine die anderen Leute. Oh, komm schon. Warum? T-N-I-O-D. Ja, bitte einen EOD-Truppler im
Gefängnis, um nach einem Gasleck zu suchen. Aua, aua. Eindeutig Gasleck. Eindeutig. Es kann nichts anderes sein. Habe jetzt doch irgendeine. Ne? Wie gesagt, ich kündige Leute. Und deshalb bin ich auf die Schiffe gekommen. Captain, ich habe den EOD gerufen, dass er hier mal nachschauen soll, ob hier ein Gasleck hier ist. Weil das ist hier unmöglich, dass hier auf einmal hier die ganze Zeit. Was ist das für eine Stimme? Ja, nee, ich weiß. Falsche Antwort. Schönen guten Tag. Das ist der kompetente Korporal. Bekomme ich die Erlaubnis, Munition aufzufüllen? Wenn Sie mir sagen können, wo der nächste EOD ist? Ja, SD. Was? Können Sie mal bitte mir den Weg freimachen zum Gefängnis? Grund? Ich möchte mit einem Gefangenen sprechen. Negativ, da gerade auch irgendwie anscheinend im Gefängnis brennt, werde ich auch keinen hier durchlassen ins Gefängnis und so weiter. Funken Sie einfach an den Captain an, fragen Sie nach, ob Sie rein dürfen. Warte mal kurz, ich muss gucken. Da ich das gerade als nicht sicher einsehe, keine Ahnung, wie Ihr Captain das einsieht. Ein Gefängnis, wo gerade ein Gefangener ist, plus Brandgefahr. Wegen Gaslecks bestimmt, weil ich kenne doch nichts anderes, was anfangen kann zu brennen in einem Schiff. Herr SF-Soldat oder Commander, keine Ahnung. Wie sehen Sie es denn? Gefängnis fängt an zu brennen. Gefängnis fängt an zu brennen. Eindeutig ein Gasleck, oder? Oder nicht? Gehen wir jetzt nach Wishingwood? Nach Wishingwood? Die Garde, Commander? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll, Leute. Ey, Alter, ich will kommen über die Krise hier. Alles in Ordnung, mein. Zu mir. Ganz langsam. Ganz langsam. Mein Helm. So, was stehen Sie jetzt hier herum? In dem Gang hier? Scheiße, ich warte immer noch auf die Erlaubnis, Munition aufzufinden. Also Sie wissen nicht, wo ein EOD sein könnte, okay. Okay, anscheinend ich mach hier kurz mal vor der Anmeldung, dann gehen wir das fahren mal durch. So, kommen Sie mal her. So, erstmal Ihre ID, bitte. So, und jetzt kommen Sie mal her. Können Sie... Warte, Sie kommen jetzt mal her. So. Brauchen Sie... Haben Sie einen Raketenwerfer? Nee. Warum haben Sie sich Raketenwerfermunition genommen? Ich weiß auch nicht gerade. Sie legen die Raketenwerfermunition jetzt da hinten ab. Nein, da hinten in die Kiste wieder rein. Nicht hier in den Kisten. Hm.
Gott, Leute. Nein, Hilfe! Bleib jetzt stehen! Sie bleiben stehen, Ark! Nein, 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 da müssen wir nicht mit einmischen, das ist was Spaßiges her. So, was geht hier los? Wir wollten ihm einen Keksraum zeigen, wir wollten ihm einen Keksraum zeigen, aber nein. Er will ihn nicht. Ach, sie bleiben jetzt sofort stehen! Wie, warten wir mal, wie kommen denn die Keks denn da hin? Sie haben da einen Fleck auf dem Rücken. Sagen wir mal, ich habe über Jahre... Nein, machen wir sicherlich nicht. Machen sie nicht. Für besondere Angelegenheiten an. Das heißt, sie haben Kekse gebunkert? Ja? Sie wissen schon, dass es Schmuggelware ist. Aber für den offen, öffentlichen Zweck wird zum Beispiel jemand... Das ist Schmuggelware. Da holen wir ein paar Kekse raus und ein paar Kuchen. Das ist Schmuggelware. Doch. Mensch, ST, komm, ST, kommen Sie mal kurz mit. Nein. Also, meine Aufgabe ist, kommt eigentlich auf den Psychiater zu warten. Na, dann warten die da. Los. Ja, war ich ja auch die ganze Zeit. Doch dann wollten die mich ja mitnehmen. Jo. Tschüss! Und die haben mich angekettet. Sind nur Hologramme, aber egal, das sind keine echten. Gut, dann machen sie das Hologramm aus. Und nehmen sie das mit. Hey, wer hat gesagt, das sind Hologramme? Der andere oder was? Wo ist der die gerade? Ich glaube, wenn der die jetzt ist, ich nehme fest. Schmuggelware und auch noch die Schmuggel. Schauen, dann sehen Sie die Hologramme. Ja, ich bin wieder weg. Leckere Hologramme. Mein Gott, Leute, ey. Ich weiß irgendwie auch nicht. Also ich. Wie soll ich denn sagen? SD, Sie haben das nicht gehört. Ich hab da etwas entdeckt. Ich hab nur noch 50 HP. Tag. Major? Ja. Acht, fünf, drei, sieben. Legen Sie mal Ihre Handschellen weg. Die legen sofort Ihre Handschellen weg und Ihre Waffe weg. Ich glaube nicht, dass Sie... Entschuldigung, wenn ich... Ach, Sie legen auch Ihre Waffen weg. Sofort. Andere Typen tun. Aber zeigen Sie mir mal Ihre. Guten Tag, Koppel. Zum Glück, dass die Kompetenz haben. Ja. Darf ich zugucken bei dem Tryout? Nein. Ja. Folge von dir weiß ich schon, dass du mit möchtest. Du kannst schon mal reingehen, stell dich ins Gefängnis. Ja, warte, du musst dir auch. Im Gefängnis hinten an der Konsole. Hey, So Leute, das war's mit dem Video heute mal. Ja, und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir machen gleich nochmal eine Aufnahme. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Video.